wir sind hier im FC Bayern München Stadion, Allianz Arena. Ja. Wir wollten eigentlich ins Bistro was essen, weil wir da ja einen Tisch reserviert haben. Teigtaschen gibt's. Teigtaschen gibt's, aber wir hätten gerne was Deftiges, weil Bayern ist ja eigentlich, lobt sich mit deftigem Essen. Ach, nicht Teigtaschen, das ist nicht Kernkompetenz. Ich meine, das ist italienisch. Ach so. Ob Bayern italienisch ist? Ja, komm, da haben wir einen Italiener, den müssen wir fragen. Fragen wir einfach mal. So. Hallo, liebe Bayern. So gut wie sportlich läuft, trotzdem müsst ihr an der Kultur dringend arbeiten. Es gibt hier echt nichts Gescheites zu essen. Das ist bei den Nachbarn vom VfB Stuttgart übrigens ganz anders am Stadion. Das ist leider auch das Einzige, da muss man dann natürlich an den sportlichen Kompetenzen wiederum arbeiten. Von dem her liebe Grüße, bis zum nächsten Spiel. Okay, jetzt warte doch erstmal ab, was hier das bayerische Lokal sagt. So, obwohl wir nach wie vor sehr gespannt sind, was es im Paulaner Biergarten geben wird, lässt uns natürlich die Pizza und der Burger auf nichts hoffen. Aber schauen wir mal. So, wir sind auf dem Weg zum Indoor-Biergarten. Hört ihr das? Keineswegs. Sehr überreicht. In der Schlange stehen. In der Schlange stehen. Mal gucken, was es Essen technisch gibt. Aber ich denke, es wird Angebot wieder sehr mau ausfallen. Wir schauen mal. Wir lassen uns überraschen. So schon. Semmel, Bratwurst, Schweinebraten, Kartoffelsalat. Gut, ich würde mal den Braten probieren. Mal gucken. Torsten, wie schmeckt's? Also es ist sehr saftig. Das Fleisch, also ich finde es gut. Ja, es ist halt kein 5-Sterne-Lokal oder 3-Sterne-Lokal, wie es in Stuttgart zum Beispiel das FC Stuttgarter Restaurant ist, aber schmeckt. Kadi, schmeckt. Von 10 Punkte 5. Also ich finde es top. Ah, ja. Schweinebraten in der Semmel, sehr gute Qualität, kann man auch nicht sagen. Von 10 Punkten. So nach oben die Luftleiste, sagen wir 8. Was tust du vermissen? Ja, so Weißwurst zum Beispiel. Was typisch bayerische Essen ist echt mager hier. Also es muss wirklich das typische bayerische. Wir sitzen im Paulaner Garten und im Paulaner Garten gehört mir halt typisch bayerisch Essen. Gibt es kein Angebot. Wenn man vom Ausland kommt, was kann man hier sagen? Weiß ich nicht, ob man da so viel Tolles erzählen kann. Wo bleibt die Kultur? Kultur kann man sich auch mit viel Geld nicht kaufen. Das stellt man immer wieder fest. Liebe Bayern, wir kommen aus Stuttgart, also da müsst ihr gehörig nachbessern. Das kann man definitiv sagen. Ja, Andi, man muss ja auch ehrlich sein. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es richtig imitieren kann. Da waren drei Jungs gestanden und sagen im tiefsten Bayerisch zueinander, du, was magst du trinken? Dann sagt er, oh, ich trinke Hefe. Dann sagt er, magst du auch was essen? Sagt er, na, da kann man nachher zum Wirt und essen was Gescheites. Ja, also sogar die Einheimischen sind nicht überzeugt von dem, was sie geboten haben. Ja. Tatsächlich hier was Bayerisches gefunden, original bayerisch, das sind glaube ich die Servietten. Sonst gibt es hier nicht wirklich was Bayerisches. Also wir haben hier insgesamt vom Ambiente her einen relativ lieblos und stillos eingerichteten Pseudo-Biergarten. Eigentlich haben wir hier eine typische Imbissqualität. Mehr gibt es nicht. Also Milliarden für Stadion ausgeben, aber gescheites Restaurant reinbauen, ja, echt traurig Bayern. Da müsst ihr echt nachlegen. Ja, da bin ich schon tierisch sauer. Du fährst irgendwo ewig hin und dann schmeißen sie dir eine rote Wurst. Dann steckst du dir doch in den Arsch. Weißt du, was ich meine? Das geht nicht. Das geht nicht so. Warte mal. Wir aus Schwaben sagen euch, reißt das Ding einfach runter da. Reißt es ab und baut es nochmal neu. Macht's mal richtig. Genau. Ne? Richtig gescheit. Ja. Nicht so wie jetzt. Aber das Wasser hat geschmeckt, oder? Das Wasser war super. Du schaust wie auf Nestle. Italienisches Wie. Oh nee, warte, ich lüge. Aus der Lüner Quelle in Lüneburg. Entschuldigung, du scheinst drauf zu haben. Nee, Spaß. Ich meine, da kann ich auch nicht viel falsch machen. Im bayerischen Biergarten, wenn man da zufällig mal, vielleicht mal Auto fahren muss, gibt da noch ein paar, die müssen das, zufällig ein Wasser bestellt, dann kommt es natürlich nicht hervorragend. Kommt sowieso nicht aus Bayern, das Wasser. Aber es wird hervorragend, falls man reingeht in die Kamera. Es kommt aus Berlin. Und aus der Lüneburger Heide. Und in der Plastikflasche. Liebevoll serviert, ne? Muss man selber hier mitnehmen. Das ist.
Gut. Da komme ich ja noch drüber hinweg, aber Plastikflaschen, das geht gar nicht. Ja.